Verschwindet jemand in China, handelt es sich meist um Dissidenten oder politische Aktivisten, aber nicht um den künftigen Führer des Landes. Die Spekulationen über den Verbleib von Xi Jinping wachsen. Xi, der derzeitige Vizepräsident Chinas, wurde seit dem 1. September nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Seither wurden Treffen mit ausländischen Gästen wie US-Außenministerin Hillary Clinton und Dänemarks Ministerpräsident abgesagt. Das bescherte dem chinesischen Außenministerium eine Flut von Fragen. Doch man ist nicht sehr gewillt zu antworten. Ich hoffe, Sie können ernsthaftere Fragen stellen. Für viele China-Analysten ist die Botschaft klar. Chinas Zensoren wollen nicht, dass im Internet wild spekuliert wird. Xi Jinpings Name ist derzeit ein gesperrter Suchbegriff auf Chinas beliebten Mikroblog Sina Weibo. Dennoch, es gibt verschiedene Erklärungen, die diskutiert werden. Diese reichen von einer simplen Rückenverletzung bis hin zu einem Mordversuch durch politische Rivalen. Mit Bezug auf nicht näher bezeichnete Quellen berichtete Reuters gestern, Xi ginge es nicht gut. Mehr Infos gab es nicht. Als ein Machtnachfolger und neuer Führer des Landes hätte Xi Hillary Clinton getroffen. Dieses Treffen hätte eine Plattform geboten, um sich kennenzulernen. Das wäre das Ziel gewesen. Also, ob er das Treffen vermieden hat oder ob er verschwunden ist, da ist mehr am Laufen. Xis unerklärtes Verschwinden weist darauf hin, dass noch lange keine Einigung im bevorstehenden Machtwechsel der Kommunistischen Partei in Sicht ist. Und Spekulationen, die wird es angesichts der Informationsblockade von offizieller Seite vorerst weitergeben.